Na dann auf ein neues. Mir ist ja gerade eine wunderbare Idee gekommen. Das werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. Oh je. Ja. Das heißt, ein Shooters. Wir haben ja festgestellt, dass man mit dem Schwert recht viel Schaden macht. Mhm. Im Gegensatz zu der Hexerei. Und da gibt es so eine nette Hexerei, mit der man die Sachen kombinieren kann. Warte. Das ergibt gleich viel mehr Sinn, was ich von mir gebe. Du hast sowieso keine Seelen. Doch. Achso, ja. Tragpower. Ja. Ich werde ihn erstmal fragen, wie viel er dafür haben möchte. What? ...2700 Seelen für finstere Waffe. Achso, dann kannst du deine Waffe verfluchen. Genau. Reicht nicht. Reicht. You are. Verbrauchen die sich auch? Ja, da hast du nur 4 Anwendungen, bis du wieder am Feuerchen schlafen musst, ja. Jetzt bräuchte es ja bloß noch einen Zauberslot, einen zweiten, dritten. Oder auch nicht. Da, MacGuffins Werkstatt. Der einzige Nachteil ist, du musst den Zauber immer mit einem Stab sprechen, der in der anderen Hand ist als die Waffe. Genau. Na ist klar, du musst ja das in der Hand haben, was du verzaubern möchtest. Richtig. Da werde ich jetzt nochmal ein bisschen rumfuhrwerken. Das brauchen wir. Und wie lange hält das? Ein paar Minuten. Ah ja, Stab plus 2, genau. Wir können ja mal testen. Und zwar. So machen wir 297 etwa. Und jetzt machen wir. Wahrscheinlich ist er noch nicht fertig mit Verzaubern gewesen. Doch, war er. 85. Wenn man die Waffe weglegt, dann verschwindet das gleich wieder. Mhm. Kann man also auch wieder abbrechen. Nee, 197 machen wir etwa. Und bei dem anderen hatten wir locker 250. Ich würde sagen, der hat dich geschafft. Ja. Aber das war jetzt noch ein Testlauf. Naja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Mhm. Ja. So, ach komm, stirb doch mal. Danke. Stirb, stirb mit Öl. Treffen. Das kann schon ein Vorteil sein. Ach, immer diese
nervigen kleinen Stalker. Ich dachte, du bist der Stalker. Der Beweis steht noch aus. Ach so. Ich stalk nur die Frau. Gut, das kann ich verstehen. Bräuchte ich jetzt irgendwas mit Flächenschaden? So. Dem ich ein wenig verwirrt in der Gegend rumgeprügelt habe. Ja. Warum lässt sie nicht in Ruhe? Warum lässt sie nicht in Ruhe? Warum? Dann müssen wir nur oben lang. Mach ich doch auch. Ich geh doch gleich hoch. Durch die Horde von anderen Gegnern nicht durch. Deshalb gehe ich unten lang. Ach so. Oben sind ja nochmal 3 oder 4. Dann nehme ich lieber hier den einen eingesperrten und den einen, der sich so ein bisschen nur wehrt. Psing. Oh ja, das bringt wirklich was. Sophie. Erscheinen die unten schon? Da drüben ist einer. Hui. Das kam unerwartet. Jetzt müsste den die Steine da auf den Kopf fallen. Der Balkon. So, jetzt hab ich's. Nee, leider kein Balkon. Schade. Ich kann ja mal was machen. Gewinnen zum Beispiel. Das wäre stark von Vorteil. Nein, ich könnte mal mich wieder menschlich machen. Und dann könnte ich einen NPC benutzen, der mir zur Verfügung steht für den Kampf, weil 2 gegen 1 ist wirklich ziemlich bitter, vor allem bei der riesigen Reichweite. Wen willst du denn holen? Das Mädel? Ne, da ist ein... Woanders ist ein... in dem Gefängnis, wo ich dran vorbeilaufe. Mhm. Da ist ein NPC, steht da zur Verfügung. Blüm. Schnitzelst du den Rücken weg, das ist nicht ganz nett von dir. Das ist doch nur eine Massage. Mit dem Schwert. Ja. Darf ich dich auch mal mit dem Schwert massieren? Wenn du eins hättest, könntest du es versuchen. Und
Wenn ich mir schnell einen Schnitzer, das kriege ich hin. Na dann. Ich werde hier noch so lange Dark Souls spielen, wie du beschäftigt bist. Ist das okay? Okay. Mir fallen wie so ein nasser Sack. Mag nasse Säcke als Gegner. Das hört sich verkehrt an. In so vielen Ebenen. Die leben noch. Nee. Die lebten noch. Ich finde, die liegen da gut. Das ist eine Laterne, die du anbrennen könntest. Wenn ich eine Fackel mitnehmen würde, vielleicht, ja. Das gibt's doch nicht. Jetzt vielleicht zu dem anderen Lagerfeuer gehen, denn das ist näher ran. Ich komme jetzt zu keinem Lagerfeuer mehr. Nicht jetzt, ich meine. Ja, was? Wir werden hier, glaube ich, mit ein bisschen Glück nicht mehr so häufig durchkommen müssen. Hm. Oh, hier gibt es auch andere Spieler. Na denn? Tech? Tech und Alex. 3-1 ist unfair, deshalb werden wir jetzt mal Ausgleich schaffen. Ich sehe es. Ja, das dauert eine Weile. Es gibt auch wunderschöne Dark Souls Parodien, wo die Wartezeit zwischen dem Rufen der Spieler immer sehr schön parodiert wird. Na dann. Könnte was bedeuten, mehr Schaden als sie. Wichtig ist, dass die Gegner mich dann nicht angreifen. Ich weiß. Das ist runtergerannt. Ja. Warum? Weil er es kann. Das kam wieder unerwartet. Ich wollte gerade sagen, du solltest ein Schlückchen schlürfen. Na bitte. Hat er dich noch geheilt oder was war das? Ja, der hat noch ein Heilwunder gesprochen. Tschüssi. Ist er nett von den Leuten? Oh, jetzt könntest du auch wieder skillen gehen. Okay.
konntest das schon während dem Bossfight aktivieren? Theoretisch, aber glaub mir, da ist es nicht unbedingt clever. Weil es zu lange dauert. Ja, ja. Stille. Das Gegenteil von Krach. Ja. Der Rennraum ist voller Geheimgänge. Zielschild. Und noch einer.